Hallo Freunde der gepflegten Feierunterhaltung, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ein neues Spiel von mir und zwar zocken wir ein Rhythmusspiel à la Beat Saber, Synth Riders, Wave Circles und so weiter und so fort, wie diese ganzen Spiele heißen. Und das Spiel heißt Songbeater Quite My Tempo und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal die Steam-Seite an. Bewertungen sind größtenteils positiv, also 13 Mal wurde es reviewed und 73% oder 76% haben hier positiv bewertet. Also ist ganz gut bewertet worden. Schauen wir uns mal kurz den Trailer an. Der Typ sieht schon gut aus. Und scheinbar haben wir hier auch Schwerter. Also Lichtschwerter. Okay, wir haben auch eine Art Phaser an den Armen. Das sah jetzt aus wie ein Messer. Also wie es aussieht, kann man sich verschiedene Waffen sich auswählen für das Spiel, um diese Blöcke kaputt zu machen. Aber seien wir mal ganz ehrlich, die ganzen Spiele, die sind schon großenteils alle gleich. Also es kommen irgendwelche Blöcke oder Bälle auf einen zu, die man dann zerstören muss. Und ja, da ist egal, was man spielt, die sind fast alle identisch. Und ich bin gespannt, wie sich das Spiel hier schlägt. Also Synth Riders finde ich cool, Wave Circles war auch echt nicht schlecht. Musikgeschmack ist natürlich immer so eine Sache. Also da Wave Circles war jetzt, glaube ich, nicht ganz so meins. Aber waren ein paar coole Sachen dabei. Synth Riders ist schon eher mein Fall. Und Beat Saber, die Songs sind natürlich cool. Ich habe das Spiel selber nicht, ich habe es aber schon irgendwo anders gespielt. Und ja, also für mich lohnen sich solche Spiele nicht wirklich selbst zu kaufen, weil ich spiele sowas zu selten. Also Rhythmusspiele sind jetzt nicht so wirklich mein Fall, wo ich jetzt sage, boah, ich habe da jetzt richtig Bock drauf, das spiele ich jetzt mal alleine. Da habe ich lieber so ein Spiel mit Story und so weiter. Gehen wir mal weiter, schauen wir uns mal einfach den Preis an. Ja, 12,49 € kostet das Ganze und der Preis ist in Ordnung, aber ich kann halt noch nicht bewerten, weil ich das Spiel halt noch nicht jetzt gezockt habe. Das machen wir nachher kurz im Fazit. So, was haben wir denn sonst noch? Es gibt 3 verschiedene Game-Modis, 26 Songs mit Video und 10 sollen mit einem Update noch nachgereicht werden, wie es aussieht. Wir haben eine Rangliste, global und einmal Friends, also auch cool, dann kann man sich einzeln mit Freunden messen, die man in Steam hat. Ein Custom Song Support ist natürlich auch für solche Spiele echt wichtig, dass es sowas gibt. Dann können ein paar Modder so coole Lieder einbauen, die jetzt nicht wirklich hier vorhanden sind. Ja, 5 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Video Playback. Level Editor ist included. Klar, wenn man Custom Song Support hat, sollte natürlich auch so ein Editor drin sein. Weapons, also Freestyle Mode, kann man sich wahrscheinlich verschiedene Waffen aussuchen, wie es jetzt hier aussieht. Schauen wir uns nachher mal im Spiel einfach an. Hier sind die ganzen Songs. Sagt mir jetzt nicht direkt was. Hier sehe ich nur irgendwas von PewDiePie. Sagt mir aber auch nichts. Nee. Vielleicht vom Hören, dass man da ein bisschen was kennt. Aber so sagen die Titel mir jetzt erstmal nichts. Okay, bevor wir aber ins Gameplay gehen, wollte ich euch noch mal kurz die WAPEX-Seite zeigen. Denn da machen wir momentan ein Event und zwar, oder wir starten das Event bald, ein Creed-Event und wie wir hier sehen, wir haben schon mal trainiert, also der Chris und ich und wir brauchen eigentlich jetzt noch 2 Leute, eigentlich sucht man immer nur einen. Wir sind jetzt insgesamt nur 14 Leute und wir hätten gerne 16 Leute, damit wir ein wirkliches Achtelfinale auch starten können, wovon dann alles bis zum Finale aus halt geht. Das geht am besten mit 16 Leuten und ja, 2 Leute suchen wir noch. Und wenn ihr Bock habt auf Creed und habt Bock wirklich da mitzumachen beim Event, dann meldet euch einfach beim VRPack Discord. Der Kanal vom Discord oder der Link vom Discord steht unten in der Beschreibung. Und ja, würde ich mich freuen, wir würden uns freuen, wenn ihr uns dann besuchen würdet im Discord. Und ja, dann können wir das Event starten und wenn es jetzt nicht klappt und keiner kommt dazu, werden wir es mit 14 Leuten starten. Dann gibt es aber Freilose und das ist natürlich ja nicht so optimal. Ich finde es besser, wenn wir da wirklich 16 Leute sind und das wirklich ein komplettes Achtelfinale gestartet werden kann. Dann hat auch jeder die gleichen Chancen, sich bis zum Finale durchzuboxen. Also wird hart. Also wir haben
bei den heißen Temperaturen am Freitagabend gezockt und das war echt die Hölle. Der Stream geht 30 Minuten. Das waren drei komplette Kämpfe und ja, war hart, aber hat Bock gemacht und ich freue mich echt auf das Event. Und ja, wenn ihr das Video noch nicht gesehen habt vom Livestream jetzt hier vom Chris und mir, dann schaut einfach mal auf die VR-Pack-Seite. Und wenn euch das VR-Pack gefällt, würden wir uns natürlich da auch über ein Abo freuen. Also da versuchen wir immer mal wieder, ja, zusammen mit anderen YouTubern Videos zu machen, Livestreams zu machen und so weiter und euch so zu unterhalten, fernab von den ja, Single-Kanälen, die wir so betreiben. Und ja, wie wir ja hier sehen, ist der Hank. Der Andyman war mal fest dabei, musste aber leider pausieren. Vielleicht kommt er noch mal irgendwann wieder. Dann der Hoshi82 und der Chris Reality. Zusammen sind wir das VR-Pack und ja, schaut euch den Kanal mal an. Vielleicht gefällt euch das, was wir da machen. Und ja, wir wollen jetzt wirklich in Zukunft immer mal wieder Multiplayer-Games aufgreifen, wo die Community mit uns dann auch zocken kann. Und ja, weil es ja auch natürlich Probleme gibt bei Multiplayer-Games, da auch Leute zu finden. Und so ein festes Event, alles ist klar. Und so findet man direkt seine Mitspieler oder Gegner, wie es jetzt bei Creed wäre. Und ich finde sowas cool und würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns da besucht und mitmacht. So, das in der Sache, in der VR-Pack-Sache. Jetzt gehen wir in Songbeater rein, also viel Spaß. So Leute, da sind wir bei Songbeater, Quiet My Tempo, hier steht's im Menü. Sieht schon irgendwie cool aus. So, schauen wir uns mal kurz die Settings an. Also wir haben wirklich einen Party Manager. Das heißt, wir können hier mehrere Profile anlegen, wenn mehrere Leute im Haushalt damit spielen wollen, mal eine Party macht und so weiter. Oh Gott, jetzt habt ihr auch noch mein Gewicht gesehen. Ja, 80 Kilo. Ich bin zu fett. Nein, alles okay. Ja, das kann man zum Beispiel hier machen. Ist ein cooles Gimmick, finde ich. Ja, Grafikqualität kann man hier einstellen. Habe ich auf High. Dann kann man hier die verschiedenen ja, Sounds lauter oder leiser machen. Ich habe das so ein bisschen leiser gemacht, weil es eben im Menü ziemlich laut war. So, Play Sound when Rotating Tonfas, weiß ich nicht. Play Sound when Firing Phasers. Okay. Also man kann nachher im Free-Modus oder wie der auch hieß, kann man auch sich Phaser an die Hände machen. Also das geht auch. Schauen wir uns mal hier kurz an. Show Score per Hit, on off, Debris Reduction. Ich weiß nicht, was Debris heißt. Ich habe eben mal ganz kurz einen Song angetestet und was mir aufgefallen ist, wenn man diese, ja, diese Bälle, die auf einen zukommen, zerschlägt, dann fetzen die natürlich auseinander und das nimmt manchmal die Sicht auf, was da kommt. Also das fand ich jetzt nicht gut. Vielleicht ist das damit gemeint. Ich schalte das einfach mal an und kann ich eventuell sagen, ob das das war oder nicht. Ja, das war jetzt eigentlich schon mit dem Setting. Also mehr muss man jetzt auch nicht haben. Ich möchte euch auf jeden Fall alle Modis hier mal zeigen. Und da suchen wir uns für jeden Modi mal einen Song aus. Und schau mal, ich will jetzt auch nichts zu Schweres haben. Schauen wir mal, was da alles ist. Wow. Also muss ich direkt sagen, ich werde hier wahrscheinlich nicht meine Lieblingssongs finden, aber ist okay, sind mit Sicherheit trotzdem coole Beats dabei. Ah, jetzt habe ich dachte, ich mache nur um einen weg. Hört sich schon nicht schlecht an. Könnte schnell werden, 150. Okay. Ist 230. Ist okay. Das ist das, was ich eben mal ganz kurz probiert habe. War auch ganz gut.
Besonders für dieses Boxen war es ganz cool gemacht. I saw a ghost last night. Nee, den habe ich in meinem Stream gesehen, den Ghost. In meinem Horror-Stream. Komm, den nehmen wir einfach mal. Ist ziemlich laut. Aber bleiben wir bei dem. So, jetzt müssen wir nur zerschlagen. Also Box. Erinnert so ein bisschen an Rihanna, finde ich. Noch ist alles handelbar. Aber auch cooles Training, finde ich. Auch für Creed. Jetzt wird's besser. Was, soll ich dann in die Luft springen oder was will das Ding von mir? Ich spring da hier nicht an die Decke. Tail, ja, ich weiß. Ich dachte jetzt, was ist jetzt los hier? Easy peasy, easy peasy. Ja, das war jetzt relativ einfach. 9. 9. global? Bei dem Song, okay. Friends? Hat das irgendwer gespielt? Nein, nur ich. Okay, gehen wir mal raus. Letter Hunter. Weiß ich jetzt nicht, was das ist. Schauen wir uns einfach mal an. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Modus ist. Da
Nicht schlecht, könnte. Das könnte Horror werden, 210. Komm, wir machen das einfach mal. Ich weiß nicht, was jetzt auf mich zukommt hier. I just wanna tell you. Congratulations. Okay, oben ist auf jeden Fall was geschrieben. Muss ich jetzt nur diese oder muss ich jetzt alle einfach erwischen? Was ist denn, wenn wir die einfach durchlassen? F müssten wir jetzt haben. Okay, ein M. Da war ein M. Ah, der Modus gefällt mir jetzt nicht so gut. Naja, der Modus ist so. What is this? T-Series sings cease and desist. Had a problem with me telling them to hold their defecation, but let me educate you, silly. That's not defamation. T-Series can eat a dick. Still not defamation. Suck my fucking Swedish meatball. Still not defamation. Did you know that Indians have poopo in their brains? That's a blatant. But this is auch nicht mein Fall. Wir machen mal ein anderes. Also was mir auffällt, ist, dass die, wenn die wirklich nah sind, dass die alles verdecken. Man sieht gar nicht mehr, was danach kommt. Eigentlich müssten die so ein bisschen irgendwie, weiß ich nicht, tiefer oder kleiner sein. Ich weiß nicht, was man da machen könnte. Also der Modus gefällt mir jetzt nicht wirklich. Freestyle wird mit Sicherheit viel, viel besser. Besonders, weil wir uns dann wahrscheinlich aussuchen können, was wir haben. Genau, hier. Blades. Wir nehmen mal Blades, dann suchen wir uns mal einen Titel aus. Song Plays. Wir nehmen mal, komm. Ah, ich hab Schwerter! Was? Hab ich nicht getroffen? Okay. Miss. Not quite my tempo. Verarsche! Nochmal. Okay. Miss. Erwischt er den nur vorne? Das ist komisch. Okay. Miss. Let's get up.
Ich muss erstmal verstehen, wann die zählen. So, let's go. Miss. Ja, nicht? Das ist kein Lied für mich. Suchen wir uns mal ein neues aus. Komm, das probieren wir jetzt mal mit Schwerter. Miss. Also finde ich bei Beat Saber irgendwie gelungener. Miss. Macht mir der Boxteil mehr Spaß. Nee, Leute. Also die Schwerter sind mal gar nichts. Gar nicht mein Fall. Suchen wir uns was anderes aus. Saw, Blades. Hey, das will ich jetzt auch mal probieren. Das ist noch schwerer mit Phaser. Muss ich sagen, ist auch nicht meins. Ist überhaupt nicht mein Fall. Wir versuchen jetzt auch mal was wirklich näher ran ist. So ein Song, ja. Dann suchen wir uns nochmal einen neuen Song aus. Das ist bestimmt besser. Also andere hat mir nicht so gefallen. Aber ist halt Geschmackssache. Och, gefällt mir besser. Fühlt sich mit den Schwertern nicht gut an. Keine Ahnung, was das Spiel dann von mir will, wenn dieser Laser unten auf dem Boden ist. Kann man auch so ein bisschen boxen? Ja,
ex-girlfriend left me last night. She said, how are we in love and you already got a wife? Cause I'm married to the money and I'm with that girl for life. I'm married to the money, I should probably do some flossing. Alter. Je nachdem, aus welcher Richtung die kommen, kann man wirklich nicht mehr erkennen, was da jetzt auf einen zukommt und wo. Aber es geht. Fail. Ja, hey. Trotzdem zerschnitten. Boah, ist das anstrengend. Quiet my tempo. Wollen wir noch eins machen? Tonfass. Das müsste so ein Demo sein, dass man jetzt gucken kann, wie das sich verhält. Komm, probieren wir nochmal. Ah, okay, da haben wir nur noch einen. Oh je. Hat's doch was gegeben? Schon verpasst. Mist. Da wäre cool, wenn man jetzt wirklich einen Stab in der Hand hat. Weil mit dem Controller so kommt das nicht so gut rüber. Boah, ist das schwer. Nee. Quite my tempo. Also da muss man, glaube ich, richtig viel Übung haben für. Wirklich, ist mein erstes Gameplay hier. Hab da ein bisschen Mitleid mit mir. Also ich würde jetzt noch eine Runde das machen, weil es mir echt Spaß gemacht hat. Machen wir das einfach mal mit dem Song. Also das hat mir am meisten Spaß gemacht. Weiß ich nicht, wie das funktionieren soll. Muss ich mir vielleicht nochmal angucken. Man braucht einfach nur hinhalten. Aber macht irgendwie mehr Spaß, wenn man wirklich dahin schlägt. Außer wenn es jetzt zu viel werden, ne? Dann geht's halt nicht mehr. Und besser für Cree-Training.
und zu könnten diese Sachen wohl wirklich besser in, ja, mit dem Beat gehen. Also wirklich passend zum Beat ist das ja nicht, oder? Langsam schneller. Schön, wie ihr mich erinnert, dass man einen Fehler macht. Wenn das Spiel wirklich will, dass ich springe, ne, vergiss es. Ach, jetzt passt das Ende hier. Quiet my tempo. Ah, quiet my tempo. Also es gefällt mir am besten hier. Ja Leute, da sind wir beim kleinen Fazit. Ich bin gut verschwitzt, also das Spiel ist schon anstrengend. Besonders noch bei den warmen Temperaturen draußen, auch wenn es so ein bisschen kühler geworden ist. Ja, Songbeater. Cooler Titel, coole Songs muss ich sagen, auch wenn es nicht ganz meinen Musikgeschmack trifft. Aber trotzdem coole Songs bei. Ich habe jetzt auch nicht alle gehört, aber die ich gehört habe, waren ganz okay. Und da gibt es mit Sicherheit Leute, die die richtig geil finden. Kommen wir zu den drei Modis. Also dieser Box-Modus hat mir am besten gefallen, habe ich auch im Spiel schon erwähnt. Ja, da war das Feeling irgendwie besser, keine Ahnung. Dann dieser Letter-Modus hat mir jetzt nicht wirklich was gegeben. Klar, ist es vielleicht für Leute interessant, die wirklich gucken wollen, okay, was muss ich da gerade abboxen? Okay, ich gucke, was auf mich zukommt, box das ab und ja, so Hand-Augen-Koordination lernen, ne? Ist dafür natürlich super. Mir hat das dieser Modus jetzt nichts gegeben. Dann der Freestyle-Modus, eigentlich eine coole Sache, besonders mit den ganzen Waffen, die man da auswählen kann. Aber ich fand die Waffen irgendwie nicht gut. Also, wenn ich mir das mit Beat Saber vergleiche, mit den zwei Schwertern, also da habe ich wirklich bei Beat Saber
alles, was so einzeln auf mich zukam, habe ich wirklich ohne Probleme getroffen und es wurde zerschnitten. Und das ging mir bei dem Spiel jetzt nicht so. Also alles, was so langsam auf mich zukam und ich versuchte es zu zerschneiden, habt ihr ja gesehen, habe ich nicht getroffen. Nachher ging es ein bisschen besser, aber fühlte sich nicht wirklich gut an. Und auch die anderen Waffen wie Phaser und was hatten wir da noch? Diesen Stab. Der Stab kann sein, dass er sich gut anfühlt, wenn man wirklich einen Stab in der Hand hat, wo man den Controller drauf macht und dann wirklich so rumwirbelt im Spiel oder im realen Leben jetzt hier. Aber jetzt mit einem Controller so in der Hand fühlte sich nicht gut an und ich habe da auch kaum was getroffen. Dann war da noch dieser Modus, ich weiß nicht, wie der hieß, oder diese Waffe, wo das Schwert hier so angebracht war, an der Hand direkt. Das war aber nahezu der Box-Modus, sage ich mal. Der hat wiederum Bock gemacht, also der hat mir Spaß gemacht. Dieser Phaser-Modus war auch nicht wirklich gut. Also da könnte man noch vielleicht verbessern oder andere Waffen einbringen. Aber nichtsdestotrotz, der Box-Modus war cool, hat mir am besten gefallen. Und das sind alles auch nur, ja, meine persönliche Empfindung, Meinung zu dem Spiel. Also da bin ich auch auf eure Meinung gespannt, wenn ihr das Spiel schon habt. Oder was findet ihr da am besten vom Modus her? Was kann man sonst noch sagen? Ja, was ich noch ansprechen wollte. Also diese ganze Rhythmus-VR-Sache, die jetzt so momentan anläuft, also die erinnert mich so ein bisschen an die DayZ-Zeiten damals bei, gab es ja diese Arma-Mod, DayZ, und nachher gab es ja diese Standalone-Version und so weiter. Und dann fingen auf einmal alle Entwickler an, Zombie-Spiele zu machen. Und bis man dann irgendwie sagte, boah Leute, ich kann kein Zombie-Spiel mehr sehen. Und also ich glaube, das geht so momentan in die gleiche Richtung. Es werden immer mehr Song-Rhythmus-Spiele auf den Markt geschmissen für VR. Und meiner Meinung nach ist der Markt jetzt gesättigt. Mit Songbeater sollte es jetzt reichen. Also ich finde, noch mehr solcher Spiele brauchen wir jetzt nicht. Wir haben Beat Saber, wir haben Synth Riders, wir haben Wave Circles. Dann gab es da noch einen Titel, den habe ich auch auf meinem Kanal vorgestellt. Und jetzt Songbeater, ich weiß nicht, was es da sonst noch gibt. Also ich finde, der VR-Markt ist gedeckt mit solchen Spielen. Da will ich auch eure Meinung wieder wissen. Was denkt ihr davon? Brauchen wir noch mehr solcher Spiele jetzt? Also wenn jetzt noch 10 solche Spiele auf den Markt kommen, dann, kann ich ja nur sagen. Also brauchen wir nicht. Aber VR-Entwickler, wir brauchen Spiele mit Story. Bringt ein Adventure raus mit Story. Bringt von mir aus auch ein Horrorspiel raus mit Story. Ich spiel's dann, auch wenn Horror nicht mein liebstes Genre ist. Aber ich versuche mich dann da irgendwie durchzubeißen. Und ich will eine Story haben. Also ich habe jetzt ein paar Spiele mit Story gespielt. The Town of Light und Rise of the Insanity. Alles Horrorspiele oder so ein bisschen Horror. Hat eine Story. Und ich find's cool, wenn man wirklich der Story nachgehen kann und wirklich abtauchen kann. Besonders für VR ist das super. Also sowas brauchen wir. Natürlich haben diese Rhythmusspiele auch ihre Daseinsberechtigung, aber wie gesagt, der Markt ist meiner Meinung nach gesättigt, mehr brauchen wir nicht. Und ja, Story, 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 meiner Meinung nach. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute, und wie immer, Like raus und Abo nicht vergessen, falls ihr mir noch kein Abo gegeben habt. Und vielleicht schaffe ich das dann in 1-2 Jahren mal auf 1000 zu kommen. Wäre geil, würde ich mich natürlich drüber freuen. Also ich bin jetzt schon echt mega gehypt, dass mein Kanal über 500 Abonnenten bekommen hat. Und ja, danke nochmal dafür. Ich kann mich gar nicht genug bedanken, dass ihr mich so toll unterstützt. Und ich hoffe, das geht weiter so. Die Reise von Tupac VR, von dem Kanal geht weiter. Ja, danke schön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.